Nein, 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 nein. Das kann doch nicht sein Ernst sein. In welcher Zeit leben wir? Aber das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder. Wenn man seine Kinder nicht erzieht oder nicht richtig erzieht und sie frei herumlaufen lässt. Mir egal, wo mein Kind ist. Mein Kind ist da, meine Tochter ist da, mein Sohn ist hier, meine Tochter ist dort fort. Natürlich, natürlich, wenn sie dann in Kontakt mit falschen Menschen kommen, so wundert es mich persönlich nicht, wenn sie irgendwann selber falsch werden. Und ich habe ein Video gesehen, ehrlich gesagt, vor etwas längerer Zeit. Doch habe ich mich vorhin daran erinnert. Es war in einer arabischen Talkshow oder sowas ähnliches. Vor einer langen Zeit sagte die Mutter weinend, mein Sohn schlägt mich. Mein Sohn schlägt mich. Mein Sohn schlägt mich. Wie viele Verse und Ahadith in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es über die Güte gegenüber den Eltern? Sei gütig zu ihnen, selbst wenn sie keine Muslime sind. Und nein, ein Muslim, der seine Mutter schlägt. Und ich werde das Thema ansprechen, auch wenn es vielleicht einige nicht interessiert. Und sie sagen, was haben wir jetzt damit zu tun? So sind wir nicht. Aber es gibt noch andere, die so sind. Und ich hoffe, dass sie dieses Video sehen. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Sache lernen, dass wir unsere Kinder dann richtig erziehen. Und ich möchte, dass jeder dieses Video sieht. Und ich bitte jeden Einzelnen, nehmt euch das Video und teilt es überall. Jeder soll sehen, was für ein schreckliches Benehmen ist das. Was für ein schreckliches Benehmen ist das. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Amin. Was soll das sein? Möge Allah azza wa jal uns unsere Sünden verzeihen. Amin. Bitte wirklich, liebe Geschwister, achtet bitte darauf, achtet bitte darauf. Und wenn ihr selber keine Kinder habt, ihr habt Geschwister, ihr habt Cousinen, ihr habt Cousins, ihr habt Verwandte. Wenn ihr nicht eigene Geschwister habt, so habt ihr andere Verwandte. Verwandte, die vielleicht gerade nicht die beste Erziehung genießen. Hilft ihnen mit guter Ermahnung. Seid nicht leise. Hilft ihnen mit guter Ermahnung für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla euch belohnen. Abonniert den Kanal für mehr. Und wir sehen uns das nächste Mal, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos. Und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.